YouTube. Das ist, ich sagte YouTube, nicht Computer. Warum hörst du mir zu? Du nicht. Es passt zu dem Morgen, weil das ist mein drittes Spiel. Die ersten beiden, also das erste war Mist. Das zweite war nervig, aber die sind beide so doof, dass ich sie auch nicht zusammenschneiden kann oder möchte. Deswegen probieren wir es jetzt mit dem dritten Spiel. Und wenn das auch total blöde ist, dann gibt es heute kein Video. So. Potato, nein, hi. Ja, da so, muss das speichern. Ich bin ein bisschen genervt. Und mein Männchen möchte auch nicht ganz so, wie ich möchte heute. Haben wir keinen Ton? Doch ganz leise. Ja, ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich seit heute Morgen nichts mehr gegessen habe. Jetzt bin ich sehr hungrig. Vielleicht sollte ich einfach mal mich umschauen hier. So, ich kann nicht springen. Ui, ui, ui. Ich laufe sehr wobbelig. Wobbel, wobbel. Ich habe eine sehr niedrige Decke, dafür ein riesiges Bett. Oh, was war das? Take to sleep. Ja, vielleicht morgen. Ich bin. Oh. Ups. Ich habe seit heute Morgen nichts gegessen. Ich sitze auf meinem Nachttischschrank, glaube ich. Vielleicht sollte ich. Ach so, ich soll einen Laden, glaube ich, suchen, der noch offen hat. Jetzt habe ich ja schon einen Tag nicht gegessen. Ist das meine Wohnung, mein Haus? Mit was kann ich interagieren? Kann ich überhaupt interagieren? Hallo? Kann ich rennen? Nee, auch nicht. Nicht rennen, nicht springen. Das war alles sehr spartanisch eingerichtet hier. Go out. We're going out. I will go to the main road and look for a food store that is still open. Wir wollen zur Hauptstraße, um zu gucken, ob noch irgendwas geöffnet hat, wo wir was zu essen bekommen. I really forgot to eat since I moved into this house for good. Er hat vergessen. Moment. When I was still unemployed at my parents' house, I was too lazy and couldn't be independent. Möchtest du mir noch mehr erzählen? Never mind, I'm so hungry. Warum reden wir das so vor uns hin? Also, seitdem er hier eingezogen ist, hat er wirklich irgendwie vergessen zu essen, wegen der Arbeit. Und vorher hat er arbeitslos bei seinen Eltern gewohnt. In welchem Land spielt das? In einem Land, wo in einer Garage ein Supermarkt ist. Ich bin so hungrig. Maybe I just buy bread to hold my hunger until tomorrow. Vielleicht sollte ich nur Brot kaufen, um meinen Hunger bis morgen zu beruhigen. Ich sehe kein Brot. Es könnten Pringles sein. Oder Thunfisch oder so. Guten Tag, junger Mann, Frau? Bin mir nicht sicher. Hey, young man, okay. Hallo, junger Mann, wie kann ich dir helfen? Kann ich ein bisschen Brot kriegen? Natürlich. Das hier ist dein Brot. Wo ist mein Brot? Hast du Brot? Wieso klimpert das Brot? I won't go home. Dann gehe ich jetzt nach Hause mit meinem Polygonbrot. Wo war denn zu Hause? Orientierung. Old Space Kitty Eat Bread. Oh. Hat er. Ja, wir haben es bestimmt gegessen. So sah es auch aus. Ich habe mein Haus wiedergefunden.
Ich bin jetzt nicht mehr hungrig. Tomorrow morning, I really have to. Aber morgen früh muss ich wirklich vernünftig einkaufen. Ne? I want to go to my. Jetzt will ich in mein Schlafzimmer gehen und schlafen. Ich mache das auch immer, wenn ich die Treppe hochgehe, sage ich, ich gehe jetzt in mein Bett und schlafe, weil ich so müde bin. Und morgen früh muss ich etwas frühstücken. You sleep without hunger anymore and tomorrow morning you immediately buy breakfast and continue your activities. Du hast ohne Hunger, du hast ohne Hunger geschlafen und morgen früh machst du. Oh, okay, das war wohl Ende 1. Ending found at 1. Dann von 3. Ich werde jetzt einfach nämlich schlafen, schlafen, schlafen. Vielleicht ist er dann verhungert. Wir wohnen in einem Gruselhaus. Und danach werde ich einmal überall durch die tolle Stadt in Anführungsstrichen gehen. Ja, so, nein, ich gehe jetzt schlafen. Ich bin zu faul, um rauszugehen. Oh, das war vorhin aber nicht. Was ist hier los? Oh. Ich will Torte. Gib mir Torte. Oh, ich hätte gern Torte jetzt, ne? Ich habe aber wieder mit Sport angefangen. Torte wäre kontraproduktiv, aber ich will Torte. Ich kann es nicht austricksen. Ich nicht verstehe. Was soll ich tun? Gott, er wird einem ja gleich schlecht. Willst du mich verarschen? Ich will Torte. So geht's mir auch immer. Ich will. Oh. So geht's mir nicht. Nein, so geht's mir nicht. Nein. Nein, nein, nein. Ich habe mich gerade erinnert, dass ich seit heute Morgen nicht gegessen habe. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. War das ein Ende? Ich bin sehr hungrig. Nee, sonst wären wir im Startbildschirm, oder? Oh. Ih, was ist mit diesem Kissen los? Ich will aber nicht essen. Ich esse einfach nicht. Möchte in mein riesengroßes Bett. Ja, vielleicht gehe ich Brot kaufen, aber. Dieser Schatten ist gruselig. Was ist mit diesem Fernseher los? Piu, 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 piu. Oh Gott. Ich muss zur Hauptstraße und dann gucke ich, was hier noch so auf hat. Ich habe wirklich vergessen, seitdem ich in dieses Haus gezogen bin, für die Arbeit zu essen. Als ich noch arbeitslos bei meinen Eltern gewohnt habe, war ich zu faul und konnte nicht eigenständig sein. Aber egal, ich bin so hungrig. Nein, okay. Ich würde gern rennen und springen. Ich bin so hungrig. Ja, vielleicht sollte ich nur Brot kaufen. Warum? Du bist doch einmal hier. Oder ist das so eine teure Tankstelle oder sowas?
Guten Tag. Hallo, junger Mann, wie kann ich dir helfen? Hast du Brot? Ist dein Brot? Hallo? Sagst du gar nichts, dass ich einfach hier in deinen Tanzbereich gegangen bin? Nehmen wir das Klimperbrot. Oh. Nix. Gut. Dum, 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 dum. Da, 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 da. Ja, ich wandere mit meinem Leibbrot nach Hause, aber ich werde es nicht essen. Nein, außerdem hast du es beim letzten Mal auch nicht gegessen. Du hast irgendwas mit deiner Hose gemacht, ich weiß es genau. Oh, an der dunklen Gasse komme ich nicht rein. Hier auch so dunkel. Nix. Nimm mal Maus. Außer dunkel. Außer sehr, sehr dunkel. Okay. Nein, ich werde dieses Brot nicht essen. Ich wohne doch hier, oder? Wohne ich nicht hier? Muss ich das jetzt essen? Nein, ich will das nicht essen. Ich habe es nicht komplett gegessen, oder? Jetzt bin ich nicht mehr hungrig. Aber ich sollte morgen wirklich Essen kaufen. Mir ist es egal, was du willst. Habe ich kein Badezimmer? So ist unser Badezimmer verschlossen. Was habe ich denn falsch gemacht? Am nächsten Morgen hast du direkt Frühstück gekauft und mit deinen Aktivitäten weitergemacht. Ja, das ist aber nicht, was ich wollte. Ja. 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 Warum ist das ein Horrorspiel? Nur wegen dieser einen Szene. Sehr. Ah, ja. Es hat nur ein Ding auf. Ich will, dass du rennst.
Lauf, Junge, lauf. Ja, ich weiß das. Ah. Hallo? Hallo, junger Mann. Wie kann ich Ihnen helfen? Hast du Brot? Ja. Ich nehme das jetzt nicht mit. So, probiere ich das jetzt mal. Was soll das? Was soll das Spiel? Ich möchte ohne dieses Brot gehen. Ich vergesse doch immer zu essen. Warum ist der ganzen Leib Brot auf dem Weg nach Hause trocken? Ich will dieses Brot nicht essen. Lass mich rein. Lass mich. Mein Brot ist weg. Mein Brot ist durch die Tür. Da ist es wieder. Kann ich nicht nur so tun? Kann auch nicht wieder rausgehen. Okay. Ich überlege. Ja. Oder mal weiter hier. Oder habe ich das verkackt mit dem nur schlafen gehen? Los. Oh, kann man das nicht irgendwie abbrechen? Nee, wir gehen jetzt schlafen. Wieso kann ich jetzt nicht schlafen gehen? Das konnte ich doch. Spielen. Mich ärgern. Ich konnte doch. Er hat's doch gesehen. Hä? Ich möchte in mein Badezimmer. In meinen leuchtenden Kühlschrank. Kühlschrank. Nee, will ich nicht. Wie soll ich denn hier drei Scheiß-End schöne Enden? Schöne Enden hinkriegen, wenn ich nicht weiß, wie ich machen muss. Ich bin ein Cheater, ich gucke nach. So, okay. Ich habe nur ein bisschen geguckt. Aber ich verstehe den Sinn nicht so ganz, weil ich da schon war. Und da ging es nicht weiter. Ja, wir gehen jetzt zur Hauptstraße. Wir waddeln zur Hauptstraße. Ja, als ich arbeitslos war, war ich so faul und konnte nicht selbstständig sein. Ja, jetzt kann er es sowieso nicht, weil er noch nicht mal essen kann.
Ich war hier doch vorhin. Aber ich glaube, ich war, nachdem ich in diesem Kiosk war, drinnen. Zum viel weiter habe ich auch nicht geschaut. Was macht die Frau denn da? Vielleicht wartet sie nur auf eine Mitfahrgelegenheit. Egal, ich habe so Hunger. Ich gehe weiter. Geht's Ihnen gut? Ja, gehen wir erst einmal ins Dunkle. Okay, geht nicht. Ich will springen. Endlich. Also bei Food at the Store. Kann ich zu dir rein? Oh, hallo. Okay, hier geht's auch nicht rein, aber wir gehen einmal hinten rum. Ich muss ja alles gucken. Nope. Hallo, junger Mann. Wie kann ich dir helfen? Can I get a pack of meal? Eine Packung Mahlzeiten. Oh, einfach so. Mach mal, pack mal rein, was du meinst. Vielen Dank. So, und jetzt will ich nach Hause gehen. Hallo? Warum ist die Frau immer noch hier? Vielleicht hat sie auch Hunger. Warum hält sie sich das Gesicht zu? Entschuldigung, was machen Sie hier alleine? Och, mein Freund hat mich verlassen. Oh. Die Company. Wollen Sie, dass ich Sie zu Ihrem Haus begleite? Wenn es dich nicht stört. In was für einer Gegend wohnt die denn? Ich will ja mal die Stadt anschreiben. Es sind hier fehlen definitiv Laternen. Ein Zaun wäre auch nicht schlecht. Aber zumindest gibt es eine vernünftige Straße halbwegs. Sterben wir jetzt hungrig? Ich kann nicht schneller als du sein. Na. Wie lange laufen wir denn? Was war das für ein Geräusch? Gute Frau. Wo ist die Frau hin? Ich muss zurückgehen. Okay, zurück. Das war ein Trick. Trickbetrüger. Die überfallen mich jetzt bestimmt. Er kann auf einmal rein. Ein bisschen. Es zieht sich ja schon ein bisschen, ne? Komm, gib mir den Jumpscare. Boah, nee, hier würde ich nicht laufen, ne? Kann ich hier rein? Warum fühlt es sich so an, als wird diese Straße immer länger? Stay in the way, I have to go. Ich muss auf dem Weg bleiben. Ich muss sofort nach Hause gehen. Mal gucken. Würde ich ihn echt nicht tun? Aber hier muss man ja mal ausprobieren.
Ah, mein Herz, ich bin so müde, ich kann, ertrage es, kann es nicht aushalten. Jetzt breche ich hier irgendwann einfach zusammen. Oh. Ah, mir ist so schwindelig. Aua, das tut mir weh in den Ohren. Ah. Schon wieder die Katze vor meiner Tür. Oder irgendwo in der Nähe. Wo ist die Freundin? Wo war diese? Oh, oh. Trapped by that woman and you were killed. Your corpse was just thrown on the side of the rope. Ja, du wurdest in die Falle gelockt von dieser Frau und wurdest getötet und dein Körper wurde einfach an die Seite von der Straße geworfen. Okay. Und jetzt gehen wir noch mit dem normalen Essen einfach mal nach Hause. Scheiß auf die Frau. Erstmal einmal nett, ne? Ah, ich erinnere mich, ich habe hier gar nicht viel gegessen. Seit heute Morgen, bla bla. Ich sollte mal nach einem Laden gucken, der vielleicht immer noch offen hat. Dumm, die dumm, die dumm. Ich muss zur Hauptstraße. Ah, kann man ja einen ganzen Kaffee trinken, während er hier latscht. Lalala. Lalala. Was ist das für eine Frau? Was macht sie hier? Egal, ich habe Hunger, komm. Nee, 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 nee. Wir sind jetzt nicht mehr nett. Also ich bin ja eigentlich sehr für nett sein, ne? Aber wenn die mit uns hier auf so eine dunkle Straße latscht, ohne Licht und überhaupt, nee. Entschuldigung. Hallo, wie kann ich dir helfen, junger Mann? Du siehst sehr gruselig aus. Kann ich ein Paket Essen haben? Ja, hier ist ein Paket Essen. Mit ein paar Schlüsseln drin. Was macht denn die Frau da immer noch? Lass sie doch da Verstecken spielen. Ist ja egal. Nee, nee, ist uns egal. Not your business. Was haben wir wohl in diesem Paket drin? Das kann ich nicht unterwegs essen. Ja, bitte. Was denn? Was war das für ein Geräusch? Entschuldigen Sie bitte. Können Sie mir auch Essen geben? Nein? Okay, ich war bei der Konkurrenz. Gibt's nichts? War das etwa die Frau?
glaube, ich würde ja lieber da hinten wohnen, da ist sicherer. Meine Tür ist auf. Die Tür sollte geschlossen sein. Oh nein. Und wir sind doch so hungrig. Ich kann mich bestimmt nicht verteidigen. I wanted to put my meal package on a table. Ich möchte mein Essen auf den Tisch packen. Okay. Before starting to eat, I should wash my hands first and sing. Bevor ich esse, sehr brav, sollte ich meine Hände waschen. Oh, Telefon, jetzt vibriert auch nicht. Erschreck mich doch nicht. Ah, das ist bestimmt die Frau. Warum ist auf einmal der Strom weggegangen? Warum ist der Strom wieder da? Was zur Hölle ist gerade passiert? Waschen wir uns jetzt noch die Hände oder nicht? Ist jemand in meinem Bad? Werde ich doch mein Bad sehen? I have to check it out. Kann ich trotzdem es sehen? Okay. Nichts ist anders. Ja, kann ich da reingehen? Wieso gehst du ja nicht da rein? Ja, da können wir ja jetzt essen. Ich kann nicht. Es ist die Kackfrau, ich wusste es doch. Lumpenpack. You were trapped by that woman and you were killed. Your corpse was just thrown on the side of the road. Du wurdest in die Falle gelockt von der Frau und dein Körper wurde an die Seite vom an der Straße geworfen. Ja, das war ein sehr fröhliches Spiel. Aber wenigstens kann ich das nehmen. So, ist der Tag doch nicht so doof. Alle drei Enden gefunden. Aufnahme läuft auch, Mikrofon nimmt auch auf. Wehe, der Sound ist wieder blöd. Ich hab's vorhin getestet. So, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.